Servus Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima, der 25. Und wir sollten ja mit dem Kriegsmönch sprechen. Das machen wir doch jetzt mal. Schauen wir, wo der ist. Ich glaube, der ist hier vorne. Und dann sollten wir auch unsere Rüstung, also die Rüstung von unserem Vater holen. Mal schauen, ob das jetzt schon irgendwie ein Ziel ist oder so. Seid gegrüßt. Dann sprechen wir erstmal mit ihm hier. Fürst Sakai, mein Dank an euch und eure Kameraden. Sagt, wo kommt ihr her? Zedern-Tempel. Zedern-Tempel. Unsere Kriegsmönche ritten nach Süden, um die Mongolen zu bekämpfen, nach Komoda. Doch die Reise endete hier. Das tut mir leid. Was ist passiert? Wir wurden überfallen und gefangen genommen. In eine verschlossene Grube gesperrt. Ohne Essen. So dunkel, dass man die eigene Hand nicht mehr vor Augen sah. Ich glaube, sie holten Jogon zuerst. Wir hörten ihn sich wehren und rufen. Dann wurden Rufe zu Schreien. Dann kam der Brandgeruch. Aber wir ergaben uns nicht. Es waren nur drei von uns übrig, da holten sie meinen Bruder. Enjo. Enjo? Der Wächter? Der Verlust tut mir leid. Er war ein großer Krieger. Ein noch besserer Bruder. Wie ist euer Name? Norio, mein Herr. Folge Norio. Dort waren wir eingesperrt. In dem Loch ist kaum Platz für sechs Männer. Es passen doppelt so viele hinein. Komm mit mir, Norio. Ich möchte euch etwas zeigen. Ihr kommt aus Toyotama. Wie ist die Lage? Der Kushi-Tempel und die Heiler von Akashima wurden verschont. Das Piratennest der Umugi-Bucht steht wohl noch. Lass das Fort durch Nordtor. Ah. Und da unten durch. Fürst Sakai, guten Tag. Bleiben wir kurz hier. Das müssen ja Tausende von Invasoren sein. Fürst Shimura ist jetzt in Freiheit. Er kann uns zum Sieg führen. Ich hoffe, ihr schließt euch uns an. Die Mönche des Zedern-Tempels können helfen. Ihr erreicht sie in einem Tagesritt. Unterstützt sie, und wir werfen die Mongolen wieder zurück in den Ozean. Wir werden eurem Bruder rächen, Norio. All die Mönche, die hier starben. Ich suche nicht nach Rache, aber für den Frieden werde ich kämpfen. Okay. Sechs Technikpunkte, die muss ich mal investieren dann. Ich reite nach Akashima und unterstütze unsere Heiler. Wenn wir uns wehren wollen, brauchen wir sie. Ich kann euch Hochi vorstellen. Mein Bruder sagte immer, er sei der größte Heiler von uns. Dann sehen wir uns in Akashima. Okay, wir schauen mal auf die Karte. Aha. Hier geht's also weiter. Das ist doch aber schon. Das ist auch schon das nächste Gebiet. Warte mal. Toyotama. Burg Shimura, ja, das ist schon das nächste Gebiet. Aber wir haben jetzt hier eigentlich auch noch ein bisschen was zu tun. Rüstungsschmieden, verfügbare Verbesserung, Bogenmacher, Geschenkaltar. Wir sind da oben.
Hier ist noch ein unentdeckter Ort. Den Leuchtturm haben wir abgeschlossen. Wir können jetzt mal zu dem unentdeckten Ort hier gehen. Und dann würde ich aber sagen, dass wir uns erstmal hier ein bisschen durcharbeiten bei den Fragezeichen. Fischerdorf Kirche. Okay. Hier sind auch noch zwei Fragezeichen. Also wir haben jetzt noch einiges zu tun hier. Hier ist auch noch was. Schaffe die Familienrüstung Sakai Clans. Kann das hier drüben was sein? Okay, hier oben ist es mit der Familienrüstung. Okay, ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir wieder hochkommen. Wir haben ja einiges zu tun, dass wir hier unten durchkommen. Also ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier oben das Fragezeichen und dann arbeiten wir uns ein bisschen hier runter. Machen hier unten noch ein bisschen weiter, dass wir die Sachen hier unten noch ein bisschen abschließen können. Okay. Zwei, okay. Sind also im Akt 2 angelangt. Ja, das ist das neue Gebiet, genau. Isahura wird angegriffen. Oder Isuhara. 40 Meter. 50, okay. Wo müssen wir hin? Alter, was ist das? Khotun Khan schlägt zurück, indem er Mongolen entsendet, um die Höfe von Isuhara zu plündern. Rette die Höfe und befreie deine Leute. Okay. Muss irgendwo hier sein? Ah, da hinten. Oh nee, ernsthaft? Okay, das machen wir jetzt nicht. Aber wir haben es auf jeden Fall mal aufgedeckt. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal zu Burg Kenada und dann werden wir uns hier mal durcharbeiten. Einmal porten bitte. Haben wir wieder ein bisschen Nebenaufgaben. Ah, wird so ein Fuchsbau sein, oder? Fuchsbau, jo. Servus! Na los, mein Kleiner. Okay, sehr schön. So, dann bitte einmal. Hier können wir nicht hinporten. Aber wir können hier hinporten.
Dann schauen wir mal. Nicht echt heftig von der Ladezeit her. Ich bin echt gespannt, wie das auf der PS5 ist. Da wird man instant wahrscheinlich da sein, nach dem Drücken. Da bin ich auch mal gespannt. Oder die lassen es von den Ladezeiten her, aber halt, dass die Framerate besser ist, wo ich mich jetzt eigentlich auch nicht hier beklagen kann. Also ich finde schon sehr gut optimiert, das Game. Texturen sind ab und zu ein bisschen laden ein bisschen später nach, aber so kann ich jetzt nichts sagen. Rette die Geiseln. Wir schauen mal, ob wir von hinten irgendwie reinkommen. Gehen Sie denn hier wo? Könnt ihr sie nicht erst töten? Seid ihr frei? Wenn ein Samurai lebt, muss Fürst Shimura tatsächlich frei sein. Dies ist ein großer Tag, Herr. Okay, töte einen Gegner aus der Deckung einer Rauchbombe. Oh Gott. Okay, wir probieren das mal. Alles wird wieder gut. Darum habe ich gebetet. Vorsicht da draußen. Okay, letzte Geisel wird hier oben sein.
Okay, alle befreit. Still. Der beste Tag meines Lebens, mein Herr. Geht. Gebt auf euch Acht. Okay, jetzt kommen die Bauern zurück. Können sie ihr Dorf wieder bewohnen? Raubitsch, komm, zieh durch. Können wir hier ein bisschen baden oder so? Wieder mal sauber sind. Sehr schön. So. Genau. Machen wir das hier schnell fertig. Die lachenden Banditen. Ja, klar. Die Invasoren sind fort. Das ist es nicht, mein Herr. Eine Gruppe Banditen terrorisiert Komoda. Sie haben meine Familie abgeschlachtet. Wie Tiere. Dann werde ich sie jagen wie Tiere. Wo töteten sie eure Familie? Bei uns zu Hause. Nördlich von hier, am Fluss. Ich nehme dort die Spuren der Banditen auf. Wie ist euer Name? Saki, mein Herr. Ich räche eure Familie, Saki. Okay. Die lachenden Banditen. Schmiedi. Bist du hoch? Okay, wenn wir jetzt hier. Wenn wir im Fluss bleiben, müssten wir eigentlich genau lang kommen. Ich glaube, wir nehmen unser Pferdchen. Mann, die da, pinkeln die da rein, oder was? Hallo? Nee, die waschen sich, okay. Du hast doch mal Glück gehabt. Los jetzt, Kage! Das ist aber noch nicht.
Hier. Aber wir können ja trotzdem mal durchgucken. Aber hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Ah, hier ist noch was. Ich habe nicht alles mitgenommen. Alles klar. Dann gehen wir mal hier weiter. Sehr gut, Kage. Oh, eine Quelle. Sehr schön, dann kriegen wir wieder ein bisschen mehr auf unseren Lebensbalken. Von einer Diebin vom Schlachtfeld gerettet. Was Onkel wohl von Juna hält. Okay. Müssen wir eigentlich gleich hier sein? Landung, aber nützlich. Muss Sakis Haus sein. Sollte drin nachsehen. Okay, alles verwüstet hier. Leer. Sie haben das Haus geplündert. Eine Karte. Dieser Ort ist markiert. Was steht da? Dann sind wir endlich zusammen. Das war kein zufälliger Angriff. Nichts weiter hier. Ich sollte draußen nachsehen. Hier geht's bloß durch. Untersuche den Bereich außerhalb des Hauses. Okay, so ein Bluthund. Die Familie beschützen und starb. Oder doch nicht. Viele Männer hier gingen zur Straße. Folge den Spuren der Banditen. Ah!
Helft mir, mein Herr! Was ist hier passiert? Ich hörte, das alte Ketchi-Gehöft wurde befreit. Ich wollte Pferde und Medizin dorthin bringen. Ein paar Banditen kamen mir in die Quere und nahmen mir alles. Wisst ihr, wo sie hin wollten? Sie erwähnten Komoda. Oder was davon übrig ist. Ich folge ihnen. Könnt ihr laufen? Ketchi ist nicht weit. Ich glaube schon. Findet diese Bastarde. Sie fanden das lustig. Okay. Soweit. Soweit. Bis hier unten hin. Komoda, hier können wir auch keine Schnellreise hinmachen. Diese müssten wir eigentlich auch noch erledigen. Dann kommen, wenn es schon auf dem Weg liegt, machen wir das gleich. Dann machen wir jetzt gar nicht lang rum, da werden wir richtig schön durchmetzeln. Ganz, ganz schnell. Okay, das müsste hier das Gehöft sein. Erledigen wir jetzt schnell und dann gehen wir auch gleich weiter zu der anderen Quest. Bald seid ihr frei. Welche Erleichterung. Habt Dank, Fürst Sakai. Vorsicht da draußen. Töte einen Gegner mit Kunai. Okay. Dürfte ja normal nicht so schwer sein. Hui! Arvo! Ich stehe tief in eurer Schuld. Geht. Gebt auf euch Acht. Okay.
und Negumbel. Wieder mit ein bisschen. Helft mir! Weitermachen. Alles wird wieder gut. Es ist vorbei. Ich danke euch. Vorsicht da draußen. Okay, wo geht's jetzt hier weiter? Ist jetzt kein Gehöft, oder? Okay, dann muss ich nochmal zurück, dann bin ich irgendwo vorbeigelaufen. Das hier unten haben wir, das da vorne haben wir. Nichts mehr, so eine Blume oder sowas. Bambus. Okay. Kann es eigentlich nur noch da hinten sein. Das haben wir erledigt. Da hinten. Da wäre ein Leuchtturm. Okay, hier scheint es aber auch nicht zu sein. Wir müssen doch nochmal hier hinten hinschauen. Aha, hier. Okay. Nein, wir sehen uns. Gegner sind in der Nähe, wo? Ah, da hinten. Ja, kannst du reinblasen in den Horn, wie du willst.
Schreck mich! Ja, Mann! Stillhalten. Hab Dank, Fürst Sakai. Geht. Gebt auf euch Acht. Okay, haben wir das auch befreit? Gleich ist wieder schönes Wetter. Ich kann nicht schlafen, seit ich von diesen Maskierten hörte, versteckt in den Bambuswäldern Hiyoshis. Es gibt auch ohne Märchen genug Grund zur Sorge. Es ist kein Märchen, mein Herr. Sie nennen sich Beschützer des Langbogens des großen Uchitsune. Ruht euch aus. Ich finde heraus, wer die Maskierten wirklich sind. Der Musikant im Hiyoshi-Heilbad weiß mehr. Aber Vorsicht, mein Herr. Manche glauben, Uchitsunes Fluch wirke noch. Okay, schon haben wir wieder eine neue Quest. Wir könnten jetzt hier lang. Gut, ich würde sagen, jetzt machen wir aber erstmal Schluss an der Stelle, sonst wird es wieder zu lang. In den nächsten Folgen würde ich sagen, kämpfen wir uns hier, warte mal, hier so in dem Bereich ein bisschen durch. Warum ist es blau? Fluch von Uchitsune, Sprengfall Langbogen, okay. Dann kämpfen wir uns hier so in dem Bereich ein bisschen nach unten. Genau. Gut, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn ihr Bock habt, würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Reingehauen, euer Andi.